Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen und wahrscheinlich dem letzten Trade Connection Switzerland Event Video. Wir stehen noch bei Zürich und wir schauen mal, wohin die Reise von hier aus geht. Wechsel der Aufträge. Ausfall ist ja nicht mehr ganz so groß. Oh, wir könnten nach Serbien. Boah, ja, vielleicht doch nicht, weil es draußen so warm ist. Bitte was anderes, danke. Okay, Bosnien-Herzegowina oder in die Slowakei nach Bratislava. Da würde ich sagen, fahren wir mit dem kleinen Raddumper JCB 6T2, der 5 Tonnen schwer ist und so einen krassen Tiefladen hat. Ja, einmal Quintig Österreich würde ich sagen, also 835 Kilometer nach Bratislava, ja. Passt. Wir kriegen zwar kaum was dafür, aber das ist auch erstmal mehr oder weniger halb so wild. Denn die Kohle haben wir ja. Okay, 905 Meter. Okay, wir fahren los. Einmal um Pudding. Neu berechnen. Biege nach rechts ab. Kann man ja schon hier den Weg fahren, den Fußweg. Pff. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Biege und wieder vom Fußweg runter. Und diesmal nehmen wir was von Stokes mit. Zum Losfahren. Das muss so Rundumleuchte an. Für das kleine Ding hier. 863 Kilometer, genau. Wir fahren jetzt wieder in denselben Weg zurück. Den können wir schon. Also wir fahren jetzt ja die Autobahn 3, wechseln auf die I1H und dann auf die 1L. Dann geht es weiter auf der 1 zum Grenzübergang von St. Margrethen und Höchst. Und dann fahren wir wieder die A14. Ganz kurz in Österreich. Ist auch wieder. Ich scroll doch raus. Scroll da nicht rein. Wir fahren halt nicht durch Österreich hier rum. Ist der Weg kürzer? 13 Stunden 15 Fahrzeit. Und 3 Stunden 10, das ist 5 Minuten länger. Interessant. Fahren wir die A96 an München vorbei, wechseln auf die A99, oder die wird uns A99, 228. Dann geht's nach Österreich wieder rein, dann fahren wir die A1 komplett durch, auf neuen Wegen. Auf unentdeckten Wegen, zumindest jetzt für mich. Fahren an Linz und Wien vorbei und dann wechseln wir, oder dann, ja, dann geht's runter auf, eigentlich schon nach Bratislava. Seid vorsichtig. Okay, lass uns eine neue Route finden. Rechts abbiegen und dann bleiben Sie immer geradeaus. Ist auch spannend. Immer geradeaus. Entwicklung hier. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Immer geradeaus. Freie Bahn, freie Bahn. Boah, den wollen wir mal, ne? Nach Regen aus. Draußen ist der Regen mittlerweile deutlich vorbei, weg. Ich
dann gleich nochmal, wenn ich hier fertig bin. Wenn ich diese Fahrt beendet habe. Und damit auch das Event. Werde ich nochmal. Werde erstmal hier den Stick raufziehen. Dann ein paar Videos hier jetzt. Das eine Video, was ich splitten musste. Weil ja die scheiß Festplatte hier auf dem Laptop so klein ist. Dass ich die einfach mal hier rüberziehe, dass ich die hier hochschmeißen kann. Während ich hier die nächsten drei oder vier Videos rendere und also editiere und rendere. Dann wieder nach Zürich oder in Zürich rein. Und fahren durch Zürich durch. Genau, und dass ich dann zumindest auch gleich hier weiter rennen kann. Kommen wir ordentlich voran hier. Interessant, dass hier die Flagge. Ist das die? Kann natürlich auch eine Sportflagge sein, ne? Das kann ja auch sein, aber für mich wirkt das jetzt einfach auch wie die portugiesische Flagge. Die nächste Ampelphase bleibt uns ja auch nichts anderes übrig. Gerade auch, dass ich nochmal tanken muss, obwohl wir haben nur 5 Tonnen hinten drauf. Das ist belastend, dass wieder so eine leichte Fracht ist, ne, fürs Event allgemein. Und das Community Goal ist ja immer noch wahrscheinlich jetzt gerade zum Auszeitpunkt der Aufnahme noch mindestens 3 Millionen entfernt. So, ein Stückchen muss ich noch. Ja, kommt hin. Wir sind gerade bei 17.121.112 Tonnen von 20 Millionen. Ausholen, während oben einen schönen Zug lang fährt. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Das kriegen wir doch hin, nicht mit dieser Ampelphase, aber mit der nächsten. Und weiter geht's in die wilde Fahrt. Aus Zürich raus.
Nehmen wir mal die 55. Das ist einfach noch im Toleranzbereich. Geradeaus. Da ist das Wohnmobil vorbei. Ja, jetzt gibt doch mal Gas hier. Können ja nicht alle unter 50 fahren hier. Sehr schön, dann können jetzt die restlichen 800 Kilometer zurückgelegt werden nach Bratislava. Ach, ich war gerade, ich hab kurz gedacht, Moment. Bitte rechts halten. Waren wir nicht da gewesen? Aber nein, das war Slowenien. Was ich gedacht habe. Denn in der Slowakei waren wir noch nicht gewesen. Aber wir halten dann erstmal nach einem St. Margareten und dann irgendwie Richtung Stuttgart und München. Also könnt ihr mal ein bisschen schneller fahren. Also ich habe ein bisschen. Ach, ist das wieder nervig. Gut. Aber jetzt gibst du Gas, ne? Mein Gott, wir sind aus Zürich raus. Kannst aufhören zu lecken hier. Du musst dir immer neu schaden. Alles klar. Ich verstehe. Oh, es ist wieder warm hier. Wir sind wieder so einen Wärmeschub bekommen, obwohl es eigentlich ganz gleich warm ist. Ja. Na, wobei. Das wird sogar noch ein bisschen wärmer geworden. Wir sind jetzt in der 29,5 drin. Ich habe vorhin gedacht, ja, ich glaube, ich
bin jetzt noch nicht weit gefahren, aber ich starte mal kurz nochmal das Spiel neu. Mittlerweile schon wieder sich mehr oder weniger gefangen hat. Aber sicherheitshalber, und wir sind aber schon gleich bei Sacken reden. Neue Route finden. Wieder okay, links. Auf geht's. Und weiter geht's. So, dann flitzen wir kurz zur Ausfahrt Richtung St. Margrethen. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Demnächst links abbiegen. Machen wir doch. Biege nach links ab. Da kommt nichts. Da kommt auch nichts. Und da war ein Schild. Und das andere Schild nehme ich auch mit. Super. Gut, dann müssen wir es anders machen. Auf von der KI. Und müssen jetzt hier und hier pendeln. Hier können wir hinten Lenkreifen vor allem. Natürlich Lenkachsen. Und kommen da jetzt alle rum. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt. Sind wir jetzt in St. Margrethen? In diese Ausfahrt. Demnächst links abbiegen. Schöne kleine Waschanlage. Zum selber waschen. Biege nach links ab. Schön, wir hier am Güterbahnhofsterminal vorbei. Erst Abstellgleisen. Demnächst rechts abbiegen. Rechts abbiegen und dann links abbiegen. Kommt nicht sehr schön, da auch nicht. Biege nach links ab. Der lässt mich sehr schön. Meine
verlassen wir jetzt St. Margrethen und dann geht es jetzt rein nach Rüst. Demnächst rechts abbiegen. Und damit auch nach Österreich. Biege nach rechts ab. Oh, hätten wir ja gar nicht schon brauchen. Die ganzen Blumenkübel sind mir bisher noch gar nicht aufgefallen, fällt mir gerade auf. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Das kriegen wir doch hin. Nimm diese Ausfahrt. Geradeaus. Ist schon schön hier. So, jetzt wieder in Bregenz. Und dann geht es auch gleich schon wieder auf die Autobahn. Immer geradeaus. Bitte rechts halten. Und jetzt haben wir wieder so viel Verkehr hier, weil wieder Tag ist. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Links halten. Rechts halten werden wir uns nie müssen. Bitte links halten. Hier wäre es irgendwann mal möglich. Nachher geht es jetzt wieder ab auf die Bahn. 664 Kilometer noch bis Bratislava. Am Zollamt vorbei. Ein letztes Mal für längere Zeit.
Mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit. Der mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ist ja von Bratislava, wo auch immer hin. Denn voraussichtlich wird es die nächste Woche dann ja wieder geregelt abgehen, sprich Mittwoch ATS, Samstag ATS 2. Am Sonntag Sondervideos. Irgendwie Kritik nochmal flöten. Schon über diese Brücke rüber. Vielleicht muss ich auch noch ein bisschen was downloaden von rein. Zum Glück bin ich jetzt nicht mehr limitiert, was das Downloaden mache, wegen des Neverwinter Events, wozu ich auch nicht vorher gekommen bin, weil ich kann Neverwinter halt nicht spielen, da es nochmal wieder abstürzt, weil angeblich kein Internet da ist, wenn ich überhaupt downloade. Und dann rechts abbiegen. Dann geht der Ping in die Höhe, dass ich crashe. Biege nach rechts ab. Heute wahrscheinlich nur ein bisschen was machen in Neverwinter. Um zumindest einen Tag mitgenommen zu haben vom. Sag schnell, vom. Stronghold Event. Fickert auf, eigentlich dürfte das ja sogar mittlerweile jetzt so richtig easy sein, Charaktere ein bisschen schneller hochzuleveln. Zumindest so sehr, wie man es halt braucht. Ab dem Zeitpunkt, wo es möglich ist. Müsste ich ja auch mich noch mal hinsetzen, da entsteht höchstens nur noch, ich glaube, gut, wenn das Video draußen ist, das waren 31 minus 7, wären wir bei 24, also sind wir bei Freitag, Samstag, Sonntag, bei 21 Tage, da sollte das, oder gar keinen Sinn in 21 Tagen. Ja, in 18 Tagen wahrscheinlich beginnt ja das. Oder war das 39 Tage? Beziehungsweise nicht 39, sondern. Oder ich habe mittendrin geguckt, das kann natürlich auch sein. Also ich nicht am Anfang geguckt, sondern mittendrin. Also das wird dann jetzt doch eher bei. Minus, dass wir bei 25 Tagen sind, damit geht das Summer Festival. Da muss ich auf alle Fälle noch mal ein bisschen
mich drauf ready machen. Bitte rechts halten. Na gut, nach der Woche sind es halt, nach der Stronghold-Woche. Sind es dann halt auch, nur noch 21 Tage dann wahrscheinlich. Achso, muss ich gar nicht, ne? Meint. Wir sind ja in Deutschland. Müsste ich mich eigentlich auch nochmal bei der PS4 anfangen vorzubereiten. Also gut, was jetzt vorbereiten? Wird nicht lange dauern, weil das nur ein Char ist. Vielleicht einfach dann nicht genug gespielt habe jetzt. Aber gut. Erstmal gleich gucken, wie gut die Planer durchgehalten hat für Gartenmöbel. Hey, das Handy wurde mal geladen. Da hab ich jetzt auch mal irgendwie gefühlt. 2,5 Stunden gedauert. Verschiedenen Versuchen. Bitte links halten. Schon dabei. Ja, stimmt, wenn er meint. Wenn ich das dann hinter mir habe. Also gut, Stronghold-Woche wird ja nicht so viel sein. Da will ich schon anfangen können. Also weiß nicht, Stronghold-Woche sind dann vielleicht so 2 Stunden am Tag. Kann ich mich dann eventuell auch mal an Tarasland setzen. Also Tarasland, whatever. Ist ja hier auch nur gedownloadet. Bitte links halten. Und dann vielleicht wirklich bei Guild Wars 2 weitermachen. Dass ich vielleicht es geschafft habe, möglichst viel zu schaffen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich dann hoffe, so weit zu sein, dass ich zumindest alle Storys geschafft habe. Bezweifle ich nämlich, dass ich die Story bis dahin schaffe. Aber es gibt ja, soll ja Housing geben. Ich weiß, also Housing DLC auch wieder, ein Add-on. Ich weiß zwar nicht, wann das jetzt, ob das überhaupt schon bekannt ist, wann das geplant ist zu releasen. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist es noch nicht draußen, außer dass sie dann halt arbeiten. Aber ja. Ich bin ja noch recht am Anfang und da sollte ich ja ein bisschen mal reinbuddern. Damit ich mir die DLCs zum Lost Gold habe. Aber bisher habe ich das Einzige, was ich gemacht habe, ist eigentlich nur updaten. Und kurz bei dem chinesischen Neujahrsfest reingegangen. Aber ja, das war's auch, ne? Ja,
Ja, aber glaube ich nicht verkehrt, den Char erstmal zu leveln, bevor ich weitermache mit Handwerk. Ich habe ja meinen Fokus darauf gelegt, mich mit dem Handwerk zu pushen, aber ja. Glaube ich nicht verkehrt, wenn ich da mal ein bisschen Gang zurückschalte oder eher durch die Gegend renne. Vielleicht mit der Main Story weitermachen. Bitte links halten. In Linz Graz und Salzburg West. Das ist unsere Richtung. 356 Kilometer noch. Ich kann mir überlegen. Habe ich diese Woche schon gemacht? Ich glaube am Montag, oder? Bitte kann das sein? Habe ich die Weeklys gemacht? Ich glaube schon. Muss ich gleich nochmal gucken bei Leverwinter. Die Pfeile sind aber auch ein bisschen. Ja. Spannend gesetzt. Sehr asymmetrisch. Den Teig auch schon wieder halb leer gefahren. Boah, im allerbesten Fall schaffe ich sogar nicht nur die drei einen Videos, sondern noch ein paar andere Videos. Zu editieren und zu rendern. Ist eigentlich. Boah, ich weiß nicht, wie lange das ein Video ist. Aber prinzipiell kann ich auch erstmal nur editieren. Ich am Downloaden bin. Und dann danach so, keine Ahnung, ab 17 Uhr rum, also hätte ich dann so circa, wahrscheinlich, weil ich jetzt hier gleich fertig bin mit der Fahrt, hätte ich dann so 2 Stunden Zeit zum Bearbeiten. Gut. Wird wahrscheinlich nicht reichen, um 2 Videos zu bearbeiten, aber dass ich dann so um 7 so eigentlich das ATS-Video für den. Oh, das ist ja schön hier rechts. Ja, das war auch eine super Auswahl hier, die Strecke zu wählen. Nach Bratislava. Weil die Fahrt zu auszuwählen nach Bratislava. Ah, so viele schöne Bilder, die man jetzt nicht machen konnte. Aber es fängt an zu regnen. Na toll. Also da ich jetzt auch doch schon wieder ein paar Bilder jetzt hier gemacht habe. Mit Scheibenbusch eigentlich angemacht, dann müsste eigentlich angehen automatisch. Da geht an. Die Bilder werde ich auch, wie gesagt, ich habe auch ein paar Bilder jetzt in ATS, glaube ich, gemacht. Nicht allzu viele, aber ein paar. Ich werde dann wahrscheinlich, sobald ich damit fertig bin, zurück mit den Events dann bei Discord reinstellen. Wie passt denn das jetzt hier drin, vor allem? Das ist ein ETS, wenn es gewittert. Nachdem das Gewitter noch im Osten liegt. Auch wirklich kaum von der Stelle bewegt da jetzt gerade.
aber nur recht langsam. Also weiter östlich sind wahrscheinlich sehr viele Keller jetzt voll. Und Straßen unter Wasser. Ich bin ja schon fast überzeugt von. Hoffentlich kann ich gleich schlafen. Also schlafe ich gleich und das dann am Tag bleibt, weil es danach nicht am Regnen. Warum auch immer ich jetzt nach rechts mich einsortieren soll. So, wahrscheinlich weil ich LKW bin, deswegen. Aber es ist keine relevante Sache. Deswegen bleiben wir mal geradeaus. Auf der Überholspur. Mit 5 drüber. Fahren wir nochmal ein bisschen schneller vorbei. Müssen langsam pennen, vielleicht auch eine Tanke, eine Raststätte mit Tanke. Wäre nicht verkehrt. Es gucken aber keine mehr, da hinten wahrscheinlich, oder? Na, weiß ich nicht. Jetzt 202 Kilometer noch. Belastend. Die nächste kommt erst nach Wien. Das sind 2 Stunden 27. Dafür müssen die Dito fahren und halt nicht durch Wien durch. Lass uns loslegen. So wird es wahrscheinlich aussehen, dass ich die Dito fahren muss. Das ist eine Stunde zu viel. Bitte links halten. Ich könnte mir wohl schlafen können, auch bei Raststätte, der jetzt auf der rechten irgendwann kommt. Fahren wir halt nicht durch Wien durch, sondern nur an Wien vorbei. Kann man nicht ändern. Das kann man gestern nicht ändern, weil ich nicht rausgefahren bin vorher. Ich weiß gar nicht, ob es jeden angefangen hat, nachdem wir die Außen vorbei sind, auch schon davor. Auf jeden Fall, wenn dem so wäre, dann habe ich nicht schnell genug geschaltet. Sind wir in der Wärme hier. Puh, wieder so ein Hitze-Schwall. Das sind jetzt doch schon wirklich 29,8 oder so jetzt hier dann. Ja, auch 30.
ist ja gut. Wir sind ja bald da. Muss ich mich gleich links halten, ne? Ja. Gegenchecken, aber es wird ja gut, es ist eine Dreiviertelstunde, ne? Aber echt nicht schon eine Dreiviertelstunde, aber auch ein bisschen too much. Da machen wir einfach eine Detour. Ich bin verwirrt, muss ich jetzt doch. Ich will darum. Und dann fahren wir sogar noch einen anderen Weg. Dann fahren wir jetzt die A21 weiter, wechseln auf die A21, fahren dann die S1 dann lang, wechseln dann auf die A4 und fahren dann die A6. Die zur D4 wird in der Slowakei. Fahren wir da rein. Also bei Bratislava. Ja, wir müssen mich jetzt halten, rechts wahrscheinlich, oder? Rechts halten. Ja. Und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Eigentlich nicht, so ist er nicht, ne? Schaffen wir noch mit der Tankfüllung. Aber komm, wir können immer tanken. Voll. Na, wobei, was ich muss, das muss nicht. Legen wir uns einfach nur hin. Nur in Anführungszeichen. Rechts halten. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Cool, dass hier die Busse stehen und Leute, die ausgestiegen sind. Wir haben nur einen Spot hier, der frei ist. Ist ja auch spannend mal. Ja, komm rum. Es war ja so klar, dass es nicht angenommen wird. Ah ja. Dann schlafen wir Spiegel an Spiegel. Auf geht's. Natürlich beim letzten Mal vergessen, die Rundumleuchte anzumachen. Nachdem ich das Spiel neu geschaltet hatte. So, dann die restlichen 150 Kilometer bis Bratislava. Forschen für das Endspurt.
Okay, muss. Ach, oh, den haben wir schon bald. Ich glaube, da müssen wir uns links halten. Stimmt, oder was? Na, jetzt ein anderer Weg. Bitte links halten. Gestern bin ich vorbei und aufgehende Sonne schon wieder. So S4. Ja gut, passt ja. Wir sind ja gerade im Sommer. Ist auch schön, dass das CMP ist. Das ist ja auch nice. An der Ausschilderungstafel. Biege nach rechts ab. Normal. Auf die Kaschan. San Bratislava 97 Kilometer. Budapest ist noch ein bisschen weiter entfernt. Aber da wollen wir auch gerade nicht hin. So etwa 2 Stunden, die ich dann jetzt gleich habe. Nimm die Ausfahrt rechts. Was bis 17 Uhr betrifft. Wir haben jetzt gerade 15.02 Uhr, gleich 3. Und die Fahrt ist ja so gut wie vorbei. Also werde ich wahrscheinlich gleich so 1,75 Stunden haben zum Meditieren. Also Pi mal Daumen, noch zweimal eine Dreiviertelstunde für zwei Videos. Und da vorne geht es dann jetzt voll Österreich in die Slowakei. Fahren wir auf der D4 weiter. Und wieder wahrscheinlich in alte Gebiete, also na, wie man erkennt hier in der Straßentextur. Also gut, Österreich ist auch wie ein altes Gebiet, Sonne, aber. Ich weiß schon gar nicht mal, was nochmal alles im Golden East DLC mit enthalten war. Aber das war das erste Map DLC von ETS2. Bleiben Sie immer geradeaus. Und wir dürfen 90.
prinzipiell. Immer geradeaus. Und dementsprechend geht es runter wieder auf 40. Denn hier sind sie noch die alten Auffahrten, wo wir hier so einen schönen Laternenmast haben. Der nah an der einspurigen Fahrbahn ist. Also gar nicht so wirklich viele Möglichkeiten oder viele, also wahrscheinlich nicht so viele Möglichkeiten für ein Thumbnail für CTS2 Video. So wie ich es geplant habe. Werde ich wahrscheinlich vorher nochmal die anderen Essen machen müssen. Damit ich dann die letzten Versuche dann auch rausbauen kann. Sport. Gleich da, gleich kann ich jetzt Fenster aufmachen. Auch wenn es nicht wirklich viel bringt, weil draußen wahrscheinlich ähnlich viele Temperaturen sind. Erster Aufwahl in Bratislava. Immer geradeaus. So, Vorfahrstraße. Einmal durch. Vielleicht nicht unbedingt mit 80. Hätte ich jetzt gesagt. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Sehr schön. Biege nach rechts ab. Da können wir einfach auch in die Statistik nochmal einwerfen, wie viel Quote ich gemacht habe. Aber gut, das wird bei Millionenbeträgen halt auch wieder schwierig zu ermitteln. Vielleicht lassen wir es dann doch und nehmen das nicht in die Statistik mit auf. Glaube ich nicht so schlau. Weil es nicht so leicht zu ermitteln ist, bei Millionenbeträgen gesagt. Zumindest jetzt im Nachhinein nicht. Wenn man es vorher irgendwie nicht explizit irgendwie nachschauen konnte und notiert hat. Ah, Postbett. Denn ansonsten kann ich nur sagen, ich bin von 1,3 Millionen auf 1,3 Millionen gekommen. Kann jetzt Verlust sein oder nicht? Das weiß man nicht so richtig. Ja, das ist ja ein sehr netter Drop auf Punkt. Kann ich sehen, dass Prospect sich hier ein bisschen geändert hat. Ein bisschen mehr Platz hat man, glaube ich, schon. Nicht viel, aber vielleicht so 5 Meter.
doch gleich. So, schön mit einbrechen, dass wir hinten vier Lenkachsen haben. Sehr gut, dementsprechend lenken. Hinten. Wunderbar. Dann laden wir mal das Schmuckstück ab. Ausgezeichnet Raddumper JCB 62 von Zürich nach Bratislava geliefert. Gefahrenstrecke 927 Kilometer. Eine Dauer von 1 Stunde 11. Verbrauchter Kraftstoff 492,8 Liter. Das war der 217. erledigte ET2 Wörterschwachsauftrag. Es gab dafür 7864 Euro und 1417 Erfahrungspunkte. Versuchen wir uns einfach nochmal einen Schlafplatz, weil. Warum nicht? Ja, komm, wir können den eigentlich auch noch reparieren. Ich werde dann wahrscheinlich. Am Samstag dann wieder mit dem alten Actros fahren und dann die restlichen wie waren das noch 100.000 oder so einfahren, also ich auf 500.000 komme, also 150.000 einfahren, damit ich den restaurieren kann und danach könnte ich das Building hier restaurieren? Ach. Das ist eine rote Ampel, da muss ich schon halten. Oder je nachdem halt, ne? Wenn wir irgendwie nach Richtung Skandinavien kommen, dass ich mir dann da erstmal eine Werkstatt hole. Falls wir irgendwie. Biege nach links ab. Wir können ja gleich Spaß haben, mal schauen, wohin es vielleicht geht. Also es wird sich da natürlich noch jede Menge tun, weil bis da, bis zur nächsten Aufnahme dann mehr als eine Woche vergehen wird. Wahrscheinlich. Biege nach rechts ab. Da haben wir jetzt ja am Donnerstag, ne? Ja. Es ist vorbei. Ja, es wird halt mindestens eine Woche vergehen. Vielleicht ein bisschen länger sogar. Also 8 Tage. Bis ich wieder aufnehme. ETS2. Hallo, Enter. Von daher reparieren wir alles. Haben wir nur noch einen Zustand von 4? 5000, alles tauschen würde 132.000 kosten. Vollständige Wiederherstellung 366.000. Oder lasse ich das? Und mache das erst irgendwie beim Kilometer schon von, keine Ahnung, 500.000 oder so? Weiß ich nicht. Muss ich mal schauen. Ja, aber gucken wir mal, wo es vielleicht hingeht. Oder was so jetzt das Spektrum ist. Preis-Leistungsmäßig, gut, der ist ein bisschen besser. Nein, es war kein Doppelklick.
Wenn er 700 Kilometer oder 1000 Kilometer. Mal oben, also ein bisschen aus, weil das auf alle Fälle, da. Kohle gibt es auch eine Menge. Schauen wir mal, wohin denn die Reise im nächsten Eurosport Simulator 2 Video geht. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehe ich euch hoffentlich wieder entweder hier von Eurosport Simulator 2 oder wahrscheinlich nochmal vom Crewsegen Nebraska Event, weil ich da ja immer noch verzweifelt versuche, einen Drop-Off zu bekommen, wo wir abgeladen werden, indem wir die Luken unten öffnen. In dem Sinne bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut.